Durch diese zunehmende Globalisierung und die Möglichkeiten des Internets steht nun immer mehr Wissen über die Vielfalt von Lebensmöglichkeiten auf diesem Planeten für jede einzelne Person zur Verfügung. Und es gibt jetzt in den verschiedenen Kulturen sehr unterschiedliche Vorstellungen, was jeweils angemessenes Verhalten ist. Ja, was ein Junge tun darf oder ein Mädchen, welche Tabus von Frauen, von Männern und so weiter Kindern eingehalten werden müssen, welche Werte und Normen gültig sind und so weiter. Und meistens gibt es Kämpfe genau darum. Das heißt, die eine Gruppe sagt, meine sind besser, meine sind richtiger. Ja? Ihr müsst diesen Normen folgen und nicht jenen. Und dadurch wird die Balance der Kulturen erheblich und immer wieder gestört. Und es ist notwendig, sich immer aktiv wieder um Balance zu bemühen. Und dazu ist eben ein weiterer Prozess notwendig, nämlich Anpassung. So wie wir uns den wechselnden Umweltbedingungen anpassen müssen, wenn wir überleben wollen und alle Tiere und Pflanzen das auch müssen, so müssen wir Menschen lernen, uns an unsere veränderlichen, sozialen, gesellschaftlichen, technischen, wissenschaftlichen und kulturellen Bedingungen anzupassen. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil man muss dann versuchen herauszufinden, erstens, wie sind sie und zweitens, was will ich denn? Und leider, ja? Kann man mit anderen Worten sagen, dass die Globalisierung die Kulturen überfordert? Zurzeit ja, weil wir uns keine Mühe gegeben haben, um angemessene Vorstellungen zu entwickeln. Also zum Beispiel, leben wir in der westlichen Welt immer noch mit der total unangebrachten Vorstellung von Überlegenheit. Seit Jahrhunderten leben wir mit diesen Vorstellungen von Überlegenheit. Kann man nachlesen. Da gibt es schlimme, schlimme Aussagen, ja, was da gesagt worden ist über andere Völker, andere Kulturen. Ganz schlimm. Und wir haben unseren Kindern und uns selbst damit, uns selber ist es auch nicht beigebracht worden, aber wir bringen auch unseren Kindern es nicht bei, dass die Andersartigkeit von Menschen und die Besonderheiten von anderen Lebewesen als Bereicherung empfunden werden kann. Und dass es auch so ist, dass es bereichernd. Denn Anpassung ist nicht dasselbe wie Unterwerfung. Es geht immer um kreative Prozesse von allen Beteiligten, in deren Verlauf sich eben nicht nur die einen, sondern auch die anderen immer in dieser Wechselwirkung verändern. Und das tun wir im Moment nicht in ausreichendem Maße, wirklich nicht.